Ein bisschen runter, bitte. Ist ein bisschen hoch noch. Kleins. Nein, bitte. Ein bisschen. Frau Kollegin, im digitalen Zeitalter können wir es trotzdem nicht beschleunigen. Das ist bedauerlich. Ist gut so. Danke. Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen, sehr geehrter Herr Maas, also Sie haben sich echauffiert, da wurde das Land schlecht geredet. Wo ist er? Ist er noch? Wo ist denn der Herr Maas? Ja, den würde ich gern anschauen. Ah, okay. Außenminister ist da. Sie haben ja gesagt, das Land wird hier schlecht geredet. Ich muss sagen, wir reden kein Land generell schlecht. Wir kritisieren schlechte Regierungspolitik. Und da haben wir derzeit, glaube ich, sehr viel zu sagen. Ich meine, Deutschland wird jetzt ab 2019 für 2 Jahre nicht ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats. Und es ist ja nicht nur eine Provinzposse, was wir jetzt in den letzten Wochen erlebt haben von diesen Seehofers, Söders und wie sie alle heißen, diese Laienschauspieltruppe, die jetzt hier Abschottung betreibt und einen Angriff auf das Asylrecht. Es widerspricht ja auch völlig dem Inhalt des globalen Paktes der Migration, der von den Vereinten Nationen gerade verhandelt wird, mit der Bundesregierung. Und da stelle ich mir schon die Frage, nehmen Sie eigentlich Ihre eigene Arbeit hier bei den Vereinten Nationen ernst oder wollen Sie jetzt auf diese Cowboys in Bayern weiterhören? Es geht in dem Pakt um Menschenrechte von Flüchtlingen und Migranten in vollem Umfang. Diese müssen respektiert werden. Und hier haben die Vereinten Nationen uns auch kritisiert, wie wir derzeit mit den Flüchtlingsschiffen im Mittelmeer umgehen. Und wenn wir Mitglied im UN-Sicherheitsrat werden wollen, dann ist es das Minimum, dass diese Standards auch eingehalten und verteidigt werden. 2017, sagt das Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung, gab es weltweit 20 Kriege und über 385 Konflikte, viele davon gewaltsam ausgetragen. Und fast 70 Millionen Menschen sind auf der Flucht vor Krieg und Elend. Und da ist doch die entscheidende Herausforderung, dass wir genau dazu beitragen, dass Fluchtursachen beendet werden. Und dazu gehört natürlich, dass wir Kriege beenden, dass Militäreinsätze beendet werden, dass wir zur Abrüstung beitragen und zum Kampf gegen die soziale, weltweite grassierende Ungleichheit. Und da müssen wir uns doch auch die eigene Außenpolitik erst mal anschauen. Was macht denn die Bundesregierung? Zum Beispiel in Fragen des Völkerrechts. Also wenn ich jetzt Mitglied des Sicherheitsrats werden will, ist es eigentlich entscheidend, dass ich alle Völkerrechtsbrüche, egal von wem sie gemacht werden, verurteile und dafür sorge, dass es nicht passiert. Aber Sie schauen auf Russland. Sie haben Russland verurteilt, zu Recht. Es war ein Völkerrechtsbruch. Die EU-Sanktionen wurden verlängert. Aber was ist mit all diesen anderen Ländern? Ihre NATO-Partner brechen Völkerrecht. Das haben Sie nicht mal ausgesprochen bisher. Die Angriffe auf Syrien von den USA, der Überfall auf Afrin durch die Türkei. Es gibt von Ihnen hierzu kein Wort. Und solange Sie diese Doppelstandards nicht beenden, ist die Bundesregierung völlig unglaubwürdig hier im UN-Sicherheitsrat. Es gab in den letzten Jahren, vor allem im letzten Jahr, wegweisende Initiativen für Abrüstung, zum Beispiel den Atomwaffenverbotsvertrag. Der jährt sich kommende Woche. Ein Jahr haben 122 Staaten beschlossen, dass der Besitz, die Stationierung und der Einsatz von Kernwaffen verboten sind. Und dies muss endlich Deutschland auch unterzeichnen. Beenden Sie hier doch Ihre Blockadehaltung. Und statt die eigene Aufrüstung, Sie haben ja davon gesprochen, international müsse es Abrüstung geben, statt die eigene Aufrüstung jetzt im Sinne der NATO auf 2% des Bruttoinlandsprodukts hochzutreiben, und genau nächste Woche bei den Haushaltsverhandlungen werden wir es ja erleben, die Milliarden mehr fürs Militär, und sich dann auch noch militärisch gegen Russland aufzustellen, sollte die Bundesregierung eine Initiative für eine ständige Abrüstungskonferenz zu konventionellen und nuklearen Waffen in Europa im Rahmen der OSZE ergreifen. Das wäre überfällig und es knüpft an die Erfahrungen der Entspannungspolitik. Da hätte die Bundesregierung sehr viel einzubringen, was frühere Regierungen alles erreicht haben. Und statt nun selbst auch noch bewaffnungsfähige Drohnen anzuschaffen, sollte sich die Bundesregierung im Gegenteil bei den Vereinten Nationen für die weltweite Ächtung dieser Drohnen einsetzen. Das wäre eine überfällige Initiative, denn auch hier erleben wir zahlreiche Völkerrechtsbrüche beim Einsatz von Drohnen.
Es gibt auch andere sehr wichtige Initiativen bei den Vereinten Nationen. Da sieht man bei der Bundesregierung auch nur Boykott und Blockade. Zum Beispiel der sogenannte Treaty-Prozess. Es ist die Initiative des UN-Menschenrechtsrates, um ein Unternehmensstrafrecht für multinationale Konzerne einzuführen, um endlich Ausbeutung, Billiglöhne, menschenunwürdige Arbeitsbedingungen weltweit bekämpfen zu können. Und das wäre übrigens auch der beste Beitrag zur Bekämpfung von Fluchtursachen. Aber was macht die Bundesregierung? Sie beteiligt sich nicht an dieser Initiative, und das finde ich schon skandalös, muss ich sagen. Genau so ein internationales System ist überfällig, um die globalen Konzerne kontrollieren zu können. Und Sie haben ja auch die sogenannten Nachhaltigkeitsziele mit verabschiedet. Alle Nationen haben das unterschrieben. Und auch hier stellt sich die Frage, es geht um Kampf um Armut, Kampf der sozialen Ungleichheit. Was macht denn die Bundesregierung? Was gibt es denn für Ideen, um weltweit soziale Ungleichheit zu bekämpfen, um weltweit auch diese ungerechten Handelsstrukturen zu überwinden? Deshalb haben wir vorgeschlagen, knüpfen Sie doch an den guten Ideen der Stiglitz-Kommission an, die zum Beispiel vorgeschlagen hat, einen UN-Rat für Wirtschaft einzurichten, damit wir endlich zu einem gerechten Welthandelssystem kommen, das anders aussieht als die jetzigen ausbeuterischen Handelsstrukturen. Danke. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Hensel. Als nächstes spricht für die Fraktion Bündnis 90